Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Top 30 Witze, diesmal Kinderwitze, mit einer kleinen Besonderheit. Einige davon sind echt hardcore und könnten manchen eventuell ein bisschen auf den Magen schlagen. Daher eine kleine Warnung hier vorweg und der kleine Hinweis, denkt bitte daran, Witze sind zum Lachen gedacht und sollten nicht ernst genommen werden, denn erst wenn man sie wirklich ernst nimmt, kann aus einem Witz auch eine Beleidigung werden. Und deswegen versucht euch einfach zu amüsieren und ansonsten, ja, viel Spaß, ne? Was ist grausamer als 7 Kinder in einer Mülltonne? Ein Kind in 7 Mülltonnen. Willst du nicht mal wieder richtig putzen? Hier rennen schon so kleine Dinger rum. Was? Das sind meine Kinder. Alle Kinder gehen über die Baustelle. Nur nicht Jan, der hängt am Kran. Alle Kinder fahren Eisenbahn, nur nicht Sabine, die liegt auf der Schiene. Alle Kinder tanzen um das Feuer, nur nicht Brigitte, die steht in der Mitte. Ich glaube, meine Mutter versteht nichts von Kindern, sagt Marie. Hä? Wie kommst du denn darauf? Fragt Tante Emma. Wenn ich wach bin, schickt sie mich ins Bett, und wenn ich müde bin, weckt sie mich auf. Mutti, kann man mit 12 Jahren schon Kinder kriegen? Oh ja. Oh je. Vikana bekommen keine Kinder, sie bekommen Sprösslinge. Die geplatzten Kondome liegen ja immer noch auf der Couch. Schatz, kannst du unsere Kinder bitte beim Namen nennen? Alle Kinder schauen aufs brennende Haus, außer Klaus, der schaut raus. Wie nennt man abgetriebenes Kind? Entfernter Verwandter. Ich muss echt zugeben, ich hätte nie gedacht, dass es unser Kind mal so weit schafft. Ja, ich auch nicht. Boah, das Katapult ist echt geil. Komm, hol mal die Katze. Alle Kinder gehen über die Straße, nur nicht Jens, der klebt am Benz. Allen Kindern steht das Wasser bis zum Hals, nur nicht Heiner, der ist einen Kopf kleiner. Der Gerichtsvollzieher hat sich gestern bei uns wie ein kleines Kind benommen. Wieso denn das? Alles, was er sah, wollte er haben. Ein Melonenzüchter ärgert sich darüber, dass die Kinder aus der Nachbarschaft immer seine Melonen klauen. Eines Tages wird es ihm zu bunt und er stellt ein Schild mit der Aufschrift »Vorsicht, eine der Melonen ist vergiftet« auf. Am Abend sieht er, wie die Kinder das Schild lesen und sofort wegrennen. Als er am nächsten Morgen nachsehen will, ob wirklich noch alle Melonen da sind, entdeckt er einen Zettel mit der Aufschrift »Jetzt sind es 2«. Alle Kinder stoppen vorm Abgrund. Nur nicht Peter, der geht noch einen Meter. Alle Kinder gehen vom Friedhof. Nur nicht Mark, der liegt im Sarg. Kind: Mami, Mami, der Hund fickt. Mutter: Na, dann schau doch weg. Aber es tut so weh. Eva zur Freundin: Ich muss jetzt höllisch aufpassen, dass ich kein Kind kriege. Die Freundin: Wieso? Ich denke, dein Mann ist sterilisiert. Ja, eben. Sagt ein katholischer Pfarrer zu einem Kollegen. Meinst du, wir erleben noch, wie das Zölibat abgeschafft wird? Der andere schüttelt bedächtig den Kopf und sagt, wir nicht, aber vielleicht unsere Kinder. Kommt eine Frau mit ihrem Kind auf dem Arm in den Bus, sagt der Busfahrer. Oh, Mensch, also Sie haben aber ein hässliches Kind. Schockiert und immer noch verärgert, setzt sich die Frau in den Bus. Ihr gegenüber sitzt ein Mann, der die Frau fragt, Mensch, wieso regen Sie sich denn so sehr auf? Antwortet die Frau, na hören Sie mal, der Busfahrer davon hat mein Kind beleidigt. Daraufhin der Mann, na, das geht ja wohl gar nicht. Gehen Sie mal nach vorne und beschweren Sie sich, ich halte so lange Ihren Affen. Patient, oh, Herr Doktor, ist diese Operation denn wirklich notwendig? Ich habe zu Hause 3 Kinder zu ernähren. Darauf der Doktor. Tja, mein Lieber, ich auch. Ein Mann kommt zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel. Sagt die Wahrsagerin. Ah, wie ich sehe, sind Sie der Vater von 2 Kindern. Darauf er. Das denken Sie. Ich bin aber der Vater von 3 Kindern. Die Wahrsagerin lächelnd. Das glauben Sie.
Ein Kind geht nachts am Schlafzimmer seiner Eltern vorbei, öffnet die Tür, schaut rein, dreht sich um und murmelt: Und mich wollen die zum Psychologen schicken, weil ich am Daumen lutsche. Drei Männer pokern in ihrer Lieblingskneipe, sagt der Erste. Meine Frau hat das doppelte Lutschen gelesen und hat Zwillinge bekommen. Sagt der Zweite. Ach, das ist doch noch gar nix. Meine Frau hat schon den Witsch und die sieben Zwerge gelesen und hat Sieblinge bekommen. Springt der Dritte plötzlich auf und ruft. Ich muss schnell nach Hause. Meine laue Frau liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Es klingelt. Schönen guten Tag. Wir sammeln fürs Kinderheim. Oh, gut, gut. Kevin, Jacqueline, kommt ihr bitte mal runter? Eine Ansage im Kaufhaus. Der Kleine, fick dich, du Schlampe, mein Name geht dich gar nichts an, möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ein Ehepaar fliegt mit ihrem Kind in den Urlaub. Sie gehen am Strand spazieren. Da kommt ihr ein Mann entgegen und grüßt den Kleinen. Fragt ihn der Vater, Mensch, woher kennst du den? Der ist vom Umweltschutz. Vom Umweltschutz? Ja, der fragt Mama immer, ob die Luft rein ist. Arzt. Tja, Meier, ich habe festgestellt, dass bei Ihnen ein Hoden aus Holz und einer aus Metall ist. Herr Meier erregt. Das kann doch gar nicht angehen. Ich bin nie operiert worden. Außerdem habe ich zwei gesunde Kinder. Wie alt sind die beiden denn? Pinocchio ist 6 und Terminator ist 7. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es war für euch auch einigermaßen lustig. Einige davon waren ja doch auch ein bisschen unter der Gürtellinie, muss man so sagen, wie es ist. Aber wie gesagt, Witze sollen ja einen zum Lachen bringen und nicht zum Ärgern. Und ich hoffe, das konnten sie. Wie immer würde ich mich natürlich über einen Like oder einen netten Kommentar freuen. Abo nicht vergessen und dann würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal.